Ihr habt euch einen Regenbogenkuchen gewünscht und deswegen möchte ich das heute mal machen. Wir backen den in zwei Teilen. Einmal die verschiedenen Böden und als zweites die Creme, um die Böden zusammenzupappen und um das Ganze als Finish mit weißer Sahne-Quark-Creme abzurunden. Wir fangen an mit den Böden. Dafür brauchen wir 200 Gramm Zucker, 4 Eier, 200 Gramm Butter, Buttermilch, Mehl und Haselnüsse und etwas Backpulver. Und ich habe hier vorbereitet Lebensmittelfarben. Und zwar in Regenbogenfarben. Ich fange an mit Gelb. Ein bisschen anders als im Regenbogen nehme ich Rosa. Grün, Blau und Violett. Hier ein paar Farben habe ich freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen von der Rosenheimer Gourmet-Manufaktur. Ein paar hatte ich noch. Blau war zum Beispiel gar nicht dabei. Da habe ich die genommen, die noch rumliegt. Ich habe hier noch Kristallzucker, essbarer Glitzer. Den werde ich versuchen mit der blauen Farbe zu nutzen. Und dann bei Rosa habe ich einmal Rosa und einmal Pink. Mal schauen, wie wir da vorgehen. Und Gelb hatte ich auch noch einige Tuben. Gelb brauche ich nicht so häufig zu Hause und damit machen wir das. Ich bereite jetzt den Teig zu und zwar legen wir mal los mit den Eierchen. Bevor ich angefangen habe, habe ich schon den Ofen angestellt und zwar auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich habe außerdem 5 Schüsseln rausgestellt, weil wir den Teig ja aufteilen müssen, um ihn dann einzeln zu färben und abzubacken. Wir machen jetzt einen Grundteig, der ist ungefärbt, natürlich, logisch. Und aus dem Zucker gebe ich direkt rein. Und den teilen wir dann eben auf und mischen die Farben drunter. So, das sieht gut aus. Die Buttermilch dazu. Milliliter Buttermilch, nämlich Backpulver, das gebe ich ins Mehl, eingestrichen in einen Löffel. So, jetzt kommt Mehl und Haselnüsse dazu. Ich habe Haselnüsse gewählt, die hatte ich noch zu Hause. Ihr könnt auch gerne Mandeln nehmen. Kokosraspel schmecken auch super. Also das ist echt, ne? Könnt ihr machen, wie ihr mögt. Ist flüssig, plopp, plopp. Sehr flüssig sogar. Ich hoffe, dass er gut hält. Wenn wir sehen. Ah, die Butter habe ich vergessen. Leute, ich habe die Butter vergessen. Was mache ich denn jetzt? Butter vergessen. Nein. Schau. Die Butter ein bisschen kleiner. Die muss ja noch rein ohne Butter. Ich würde schon sagen, kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vorher. Wenn ihr das nicht mit Butter machen wollt, könnt ihr auch gerne anderes Öl nehmen. Wo habe ich den Deckel? Da. Anderes Öl. Weiß ich nicht, neutrales Öl. Am besten kein Olivenöl. So. Jetzt ist er nämlich auch nicht mehr so flüssig. Hat sich das schon mal geklärt? So. So sieht's aus. Perfekt. So. Und jetzt wiegen wir den Teig ab. Ich sage bewusst Teig. Ihr schreibt ja alle immer, sagt lieber Teig. Nein, ich verrate, ich komme aus dem Ruhrgebiet und hier sagt man Teich für sowas. So, ich wiege das ganze Dingens ab. 750 Gramm wiegt das hier. Also gehen wir von grob 1000 Gramm, 1 Kilo Teich haben wir hier. Und jetzt teile ich den Teig auf. Muss ich mal kurz hier ein bisschen rumspielen mit meiner Waage an. An. So, 200. Es muss jetzt nicht auf den
Prozent genau sein, würde ich mal sagen. Ich fange jetzt einfach mal an, hier in dieser Schüssel das zu rühren und zu machen. Vielleicht brauchen wir gar nicht immer die Schüssel wechseln. Ich habe vorsichtshalber mal ein paar Schüsseln rausgestellt. Wir beginnen mit der hellsten Farbe, und zwar mit Gelb. Ich weiß echt nicht mehr, wie viel hier drin ist in den Tuben. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Guck, ein kleiner gelber Stritzer ist hier noch rauszukriegen. Ich glaube, da müssen wir gleich auch nochmal hier unseren Kameramann bemühen. Der muss nämlich beim Tuben ausdrücken, muss er nämlich unterstützend einwirken. Hehe, das ist ja so ein lustiges Geräusch. An was erinnert euch das Geräusch? Schreibt das mal in die Kommentare, bitte. Ja, wir haben ja schon mal Gelb. Das ist ja schon mal sehr schön. Also wie gesagt, am besten geeignet sind Gelfarben, würde ich sagen. Die Supermarktfarben, wie ich sie hier benutze, sind eher suboptimal. Nehmen spezielle Farben, wie hier diese anderen Flüssigfarben, die ich habe. Das sind echt Farben, die sind von der Qualität her ein bisschen geeigneter, sage ich mal. Ja, aber Leute, Gelb ist Gelb, würde ich sagen. Mit der Farbe bin ich schon mal zufrieden. So, jetzt kommt der gelbe Teig in diese Schüssel, die ich nicht ausgestrichen habe vorher. Das sollte ich vielleicht doch noch nachräumen. Ich bin mir nicht sicher, nicht, dass er sich nachher nicht löst und dann haben wir eine Situation. Einfetten hat noch niemandem geschadet. Wird ja auch nicht so hoch, weil wir machen ja die 5 Lagen. Jetzt kommt er hier rein. Wer jetzt ganz penibel ist, kann das natürlich viel schöner noch durchschlagen. Ne? Ich habe jetzt ein paar Butterbröckchen da drin durch meine Aktion. Wäre das natürlich, ne? Wenn ihr jetzt die Backexperten seid, macht er es sowieso viel besser. Currykuchen. Sieht ein bisschen aus wie Currykuchen. Ist es aber nicht. So, verteilen. Ein bisschen hoffentlich. Ach, da freuen sich die Katzis. So, das sieht jetzt ein bisschen wenig aus. Ich hoffe, dass das hochgeht. Ich habe das selbst noch nie gebacken, Leute. Probiere aber immer gerne für euch aus. Jetzt werden wir gemeinsam sehen, wie sich das hier ergibt und ob der hoch genug geht. So, los geht's. Ab in den Ofen. 10 bis 12 Minuten, dann geht's weiter. In den gelben Becher hier können wir auch das rosafarbene machen. Was ich ganz cool fand an den Farben, falls ihr erstmal nachbacken wollt, wollte ich euch das hier vorstellen. Und zwar deswegen hatte ich die Firma auch gebeten, mir das zu schicken. Ich fand es cool, dass diese Farben sind natürlicher Farbstoff. Ich weiß nicht, wie das sonst ist. Ich glaube, es sind sehr viele E-Nummern drin. Und hier, das ist halt Erdbeerpulver. Und das fand ich sehr sympathisch und deswegen teste ich das jetzt mal. Finde ich ganz cool. Ich weiß nicht, wie viel man davon braucht, Leute. Ich habe noch nie mit solchen Farben gearbeitet. Das hier ist jetzt wieder eine Flüssigfarbe. Also wie gesagt, kauft euch Farben, die euch überzeugen. Und ihr bekommt die, also ich würde sagen, so spezielle Tortenfarbe, kauft sie in irgendwelchen Internet-Backshops, weil da habt ihr wirklich Sachen, die sind gut. Ich muss jetzt sagen, diese Flüssigfarbe gefällt mir irgendwie besser. Auch wenn ja nicht so gut was rauskommt. Ich möchte, dass es richtig schön intensiv wird, deswegen machen wir mal ordentlich was rein. Das war ja ein richtiger Regenbogen. Habt ihr schon mal einen Regenbogenkuchen gebacken? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das doch mal in die Kommentare. So, das ist eine Farbe nach meinem Geschmack. Oh, noch mehr. Was meint ihr? Noch mehr? Machen wir noch ein bisschen.
Red. So, den stellen wir schon mal bereit. Weiter geht's mit Grün. Und das Grün, das sich nicht so gut mit dem Roten verträgt, da hätten wir dann ein paar Probleme gehabt, das ist ein bisschen bräunlich. Deswegen wird es grün. Das sieht doch jetzt schon viel besser aus. Grün. Gucken, ob das genug ist. Boah, ja, das ist schon super. Da brauche ich hier gerade nicht mit meinem Kristallzeug ankommen. Mit der Farbe bin ich auf jeden Fall zufrieden. Bei dem gelben Kuchen hat sich gezeigt, dass der ein bisschen zu dünn geworden ist in der größeren Form. Deswegen habe ich jetzt eine 18er Form genommen und hier passt es perfekt. Zwei Kuchenböden sind auch schon abgebacken und haben genau die richtige Höhe. Der Kuchen ist was für Leute, die so einen Kuchen so richtig schön saftig machen. Jetzt kommt der giftgrüne Kuchen. Und da ist der gelbe. Ein bisschen dünn, aber muss reichen. Aber sieht ja eh fast aus wie der grüne, von daher passt das schon. Man muss ja auch nicht übertreiben. Ich habe ja hier schließlich keine Ansprüche als Konditor. Hauptsache schmeckt. Jetzt ist diese wunderschöne türkisblaue Farbe dran. So, der Kuchen ist auf einmal auf magische Weise fertig. Und das liegt daran, dass uns leider ein paar Clips verloren gegangen sind. Deswegen kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, wie wir ihn zusammengesetzt haben. Aber die Creme besteht aus den Zutaten, die ihr ganz am Anfang an der Tafel gesehen habt. Und die rührt ihr zusammen. Ihr schlagt erst die Sahne und dann hebt ihr leicht die anderen Zutaten unter. Verrührt das gut und gebt es dann kurz vorm Servieren auf die Torten und hebt die unterschiedlichen Lagen zusammen. Und dann esst ihr den Kuchen am besten frisch. Er hält sich nicht so lange. Nein, 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 nein. Wir fressen keinen Zucker. Und dann macht ihr zum Beispiel leckere Zuckerstreusel drauf, die auch kleine Kätzchen gerne mögen, aber nicht fressen dürfen.